Herzlich willkommen zum zweiten Teil Urlaubsimpressionen Norddeich, Ostfriesland und Umgebung. Und wir überqueren hier gerade das Norratief, welches sich in Richtung Kretzil zur Laibuch schlängelt. Wir fuhren schon oft über die Brücke an diesem Schöpfwerk, aber wir nahmen es eigentlich nie richtig wahr. So, und nun hatten wir einen fast 88-jährigen Reiseführer aus Norddeich, der uns alles zeigte. So, weiter geht die Reise nach Marienhafe. Besichtigten wir zunächst die Sterrenbergmühle, eine Holländer-Galerie-Windmühle, welche uns sehr gut gefiel. Um 1400 gab es eine schwere Sturmflut. Dadurch hatte Marienhafe einen direkten Zugang zur Nordsee. Hier bei den Friesen sollen sich die Piraten vor der Hanse und den Dänen versteckt haben. In diesem Turm hatte sich Störtebeker verschanzt. Und weiter geht unsere Rundreise vorbei an den Windrädern, welche man von der B72 aus gut sehen kann. Wir jedoch fuhren querfeldein. Was für ein Staub! Unser fast 88-jähriger Reiseführer führte uns zielstrebig durch diese Anlagen hindurch. Sehr, sehr interessant. Gigantisch, wenn man sowas sieht. Gab noch viel zu sehen, aber das würde die Zeit für den Film total sprengen. Abschluss unserer kleinen Rundreise ließen wir uns im Hofcafé Klemann mit einer Ostfriesentorte versüßen. Am Abend saßen wir dann wieder mal am Strand, im Strandkorb und entspannten uns bei einem schönen Sonnenuntergang. Am nächsten Tag
saßen wir wieder am Strand und schauten den Surfern bei ihren Übungen zu. Wir jedoch machten gar nichts. Wir machten uns einen faulen Tag. Da stehen sie, die zwei. Etwas windgeschützt. Ja. Ja, heute ist heftiger Wind. 18 Grad. Das reicht noch gerade so für ein Wasser. Ganz schön windig. Ja, aber nicht so extra kalt. Nee, geht noch, ne, die Sonne ist noch, ist schon wieder da. Nur der Wind ist halt etwas frisch, aber geht noch. Naja, setzen wir uns in den Strand vor. Ja. Ganz umsonst. Ja, abends kann man das machen. Bis gleich. Und wie das bei uns so ist und auch war, erlebten wir wieder einen schönen Sonnenuntergang. Ja, es gibt nichts Schöneres, als über das Meer zu blicken und das Wasser zu sehen und die Sonne, wie sie so langsam am Horizont verschwindet. Das Coffee Bike kommt meistens so gegen 11 Uhr und gleich gibt es eine Riesenmenschenschlange. Aber diesmal hatte Rita Glück,
unter den ersten beiden zu gehören. Nach dem Abendessen noch ein klein wenig ausruhen, bevor es wieder an den Strand ging und wir den Tag wiederum bei einem herrlichen Sonnenuntergang ausklingen ließen. So, liebe Freunde, und schon sind wir am Ende des zweiten Teils unserer kleinen dreiteiligen Serie Urlaubsimpressionen Norddeich, Ostfriesland und Umgebung angelangt. Vielen Dank für eure Treue, euer Wefel.